Der Vizekanzler in der Ukraine, der Bundeskanzler in Rumänien. Über beide Besuche spreche ich jetzt mit Frank Umbach, Experte für Sicherheitspolitik. Guten Abend. Ja, guten Abend. Herr Umbach, wir haben es gerade im Beitrag gehört. Olaf Scholz in Rumänien. Nachricht des Tages. Er fordert den raschen Schengen-Beitritt des Landes. Warum drängt der Kanzler da jetzt so drauf, Ihrer Ansicht nach? Ich glaube, das Spiel spiegelt im Grunde genommen die veränderte geopolitische Rolle Rumäniens wider, die gerade in der Unterstützung der Ukraine ganz entscheidend ist, aber auch gerade mit Blick eben auch auf die Krise in Moldawien, wo die russischen Versuche der Destabilisierung der Regierung seit Sommer 2021 ganz massiv zugenommen haben, auch gerade während der letzten Monate. Und insoweit hat Rumänien eine ja völlig veränderte geopolitische Bedeutung bekommen, sowohl für die EU als auch für die NATO, aber auch natürlich für Moldawien und die Ukraine selbst. Jetzt haben Sie die geopolitische Bedeutung angesprochen. Rumänien hat ja auch eine gemeinsame Grenze mit der Ukraine. Inwieweit ist das Land deshalb wichtig, auch wenn es um die Unterstützung geht der Ukraine? Ja, wir haben ja gerade zum Beispiel bei den Getreideexporten und dieser Frage erlebt, wie die Bedeutung Rumäniens gestiegen ist. Und hinzu kommt auch mit Blick zum Beispiel auf den Energiesektor, dass Rumänien hier eine Schlüsselrolle spielen kann, weil Rumänien als eine der wenigen EU-Staaten über größere Gasreserven verfügt, gerade auch im Schwarzen Meer. Und da sozusagen sind die alten Verbindungen nach Moskau auch personell, auch über ehemalige Geheimdienstoffiziere, relativ groß. Die Korruption ist hier groß und das heißt, sehr viele Reformen, auch im Sinne der EU-Gasliberalisierung, wurden in den letzten Jahren nicht vorangetrieben, was Rumänien selber geschadet hat, weil es eine größere Rolle nicht nur für sich selbst spielen kann, sondern auch in der Region. Denn gerade Moldawien mit der hundertprozentigen Gasabhängigkeit von Gazprom in der Vergangenheit haben wir erlebt, wie 2021 Russland diese Gasabhängigkeit als Hebel benutzt hat, um die Regierung dahingehend zu drängen, politisch zu erpressen, dass sie die angestrebte EU-Mitgliedschaft offiziell zurücknimmt. Und dieser Hebel ist nach wie vor sehr groß und Moldawien bemüht sich gegenwärtig mit Hilfe der EU und auch der Ukraine, diese Gasabhängigkeit von Russland dramatisch zu reduzieren. Und das wiederum eröffnet sowohl in Rumänien, aber auch in Moldawien Möglichkeiten wiederum der russischen Einflussnahme, genau dies zu verhindern. Am Ende, so habe ich verstanden, hängt ja doch alles irgendwie mit allem zusammen. Am Ende geht es aber auch um die Unterstützung der Ukraine. Da war Robert Habeck heute, der Vizekanzler. Die allermeisten waren überrascht von dem Besuch. Wie ging es Ihnen damit? Ja, ich habe das im Vorfeld auch nicht gewusst, dass er sozusagen dahin fährt. Aber er hat ja in der Vergangenheit, war mit der Erste, der in der Ukraine ja auch vor Ausbruch des Krieges war und auch sozusagen damit dokumentiert hat, dass er persönlich sehr stark an dem Schicksal der Ukraine Interesse hat. Und insoweit wiederum ist es dann nicht unbedingt überraschend, dass er jetzt vor Ostern auch nochmal die Gelegenheit benutzt, wieder dorthin zu fahren, die politische Solidarität, auch persönlicher Natur, aber auch natürlich der Bundesregierung noch einmal zu dokumentieren. Und man weiß ja auch auf Seiten der Bundesregierung, das ist in dem Bericht angesprochen worden, wie groß die Probleme nicht nur in Deutschland, sondern in der Europa und der westlichen Welt, selbst in den USA sind, genügend Munition rechtzeitig zu liefern. Das hat nicht nur damit zu tun, dass die Lieferverträge nicht unterzeichnet worden sind, sondern die Rüstungsindustrie auf unserer Seite wiederum hat auch Probleme, in kurzer Zeit diese Mengen an Munition entsprechend zu liefern, zu produzieren. Auch dafür sind zum Beispiel Rohstoffe und andere Dinge notwendig, wo es offensichtlich Probleme gibt. Robert Habeck in der Ukraine, Olaf Scholz in Rumänien. Einschätzung von Frank Umbach. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitteschön.